Sie fragen mich, warum soll ich die AfD wählen? Es ist ganz einfach, das kann ich Ihnen sagen. Wählen Sie SPD und Grüne, bekommen Sie grüne Politik. Bei der FDP ist es nicht anders. Die FDP stand angeblich für Freiheit und wir wissen, sie steht nicht mehr für Freiheit. Herr Buschmann will die Maskenpflicht ab 1. Oktober wieder zwangsweise einführen. Er hat gelogen. Dass Lindner ein Oberlügner ist, das wissen wir auch. Von der FDP werden sie angelogen. Und die CDU? Wer CDU wählt, bekommt Grüne. Die wissen es in NRW. In NRW dürfen sie noch nicht mehr das Wort Clankriminalität erwähnen. Herr Merz, angeblich so ein freiheitsliebender Mensch, ist zurückgerudert und eingeknickt wegen der Cancel-Culture-Kritik, die er ertragen musste. Es gibt bei dieser Wahl am 9. Oktober nur zwei Alternativen. Sie können Grün wählen oder Sie können AfD wählen. Wählen Sie AfD, wählen Sie freiheitliche Partei. Sie lehnen eine Partei, die den Fortschrittsglauben hat, die Deutschland nach vorne bringen will. Anpacken, anfassen, Aufbruch, dafür steht die AfD. Und für Familie. Ja, wir bekennen uns für Familie und wir bekennen uns für Identität. Wenn Sie Ihre Identität bewahren wollen, Ihr Ich, wenn Sie Vater bleiben wollen, wenn Sie Mann bleiben wollen, wenn Sie Frau bleiben wollen und nicht Elternteil 1, Elternteil 2 und keine Gendersprache wollen, dann müssen Sie die AfD wählen. Wir werden auch dafür sorgen, dass die GEZ in dieser jetzigen Form abgeschafft wird und reformiert wird. Das gelingt nur mit der AfD. Deswegen sind wir die einzig wählbare Partei. Machen Sie uns stark, denn nur mit einer starken AfD kommt es zu einer Wende zum Besseren. Am 9. Oktober in Niedersachsen mit beiden Stimmen. AfD.